noch hinzu, dass wir dort das größte Gefahrenpotenzial haben. Dort sind unsere Hotels, viele redgedeckte Gebäude, eine Einrichtung von der deutschen Jugend in Europa, wo im Sommer Hunderte von Jugendlichen Freizeiten und Lehrgänge verbringen. Und insofern ist gerade im Ortsteil Bosau der Brandschutz sehr wichtig. Und die Bosauer sehen genau den in Gefahr. 729 Menschen leben hier, aber tagsüber sind viele weit weg, auf der Arbeit. Wenn also hier am Tag etwas passiert, haben alle ein Problem. Denn die Feuerwehr hat Existenzsorgen. Heute ist es nur eine Übung. 6 Kameraden kommen. Zu wenig, wenn es wirklich ernst wird. Ich habe jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn wir einen Einsatz haben. Und ich frage mich dann halt auch jedes Mal, ob wir dann genug Leute sind oder ob wir nachalarmieren müssen, damit andere werden uns unterstützen. Und hier gerade in Bosau mit den ganzen Hotels und mit den ganzen Gaststätten, das ist halt einfach nicht ohne, ne? Deshalb hat sich Bürgermeister Mario Schmidt nun direkt an seine Bürger gewandt. In einem Brief schreibt er: Wir wenden uns heute mit einer besonderen Bitte an Sie, denn wir brauchen Ihre Hilfe. Insofern sind wir wirklich auf die Bevölkerung jetzt angewiesen, dass man jetzt in die Wehr eintritt, erkennt, dass jetzt ein Moment ist, wo man wirklich zur Gefahrenabwehr in die Feuerwehr eintreten muss. Denn innerhalb von 10 Minuten muss in Deutschland die Freiwillige Feuerwehr am Einsatzort sein. Das verlangt der Gesetzgeber. Personenrettung und Brandbekämpfung unter PA vor. Und dann müssen wir so viel Personal haben, dass wir das bewerkstelligen können. Und das ist unser Problem, dass wir in der Zeit genügend Personal haben. Und deswegen kämpfen wir um jede Frau und jeden Mann. In Bosau fehlt vor allem das Personal für die schweren Brände. Heute sind sogar nur 2 Atemschutzgeräteträger innerhalb der 10-minütigen Hilfsfrist am Einsatzort. Bei einem Hotelbrand wie in dieser Übung brauchen sie mindestens 4. Wenn die Bereitschaft der Bevölkerung nicht da ist, dieses Ehrenamt oder diese ehrenamtliche Tätigkeit zu unterstützen, dann werden wir in düstere Zeiten fahren. Und tatsächlich könnte es noch schwieriger werden, denn fast jeder 2. Einwohner ist über 50 Jahre alt. Das Problem haben viele Gemeinden. Laut Landesfeuerwehrverband haben die Wehren seit 15 Jahren mehr als 1.000 Mitglieder verloren. Und die Zahl der Löscheinsätze steigt. Ein Grund für das Problem ist die Landflucht. Früher hat fast jeder Bewohner hier im Ort gearbeitet. Jetzt sind es nur noch wenige. Post, Supermarkt, Tankstelle, alles dicht. Das zuständige Innenministerium schließt auch deshalb eine Zusammenlegung von Feuerwehren nicht mehr kategorisch aus. Der Brandschutz ist zunächst mal eine Aufgabe der jeweiligen Kommune. Und dann muss man sich, wenn man es in der eigenen Gemeinde nicht mehr lösen kann, dieses Problem, durchaus auch mal die Frage stellen, können wir nicht über den Kreis eine Regionallösung schaffen? Kann man sich nicht mit Nachbargemeinden zusammentun, um eben diese Aufgabe des Brandschutzes, der Rettung, der Hilfe gemeinschaftlich zu lösen? Von Zwangszusammenlegung oder Feuerwehrmaßnahmen einfach zu sagen, von oben herauf, die werden ja zusammengelegt, kann ich nur abraten, weil da sind wir wieder bei dem Thema Menschen. Da sind ja Menschen, die dahinter stehen und auch die müssen damit einverstanden sein. Die müssen erkennen und sagen von sich aus, das hat Sinn, zusammenzugehen. Denn ansonsten, so der Verband, würden am Ende wahrscheinlich viele Menschen aus den Wehren austreten. In Bosau hat der Bürgermeister mit seinem Brandbrief die Bürger wachgerüttelt. Immerhin 5 neue Feuerwehrleute haben sich gemeldet. Das reicht aber für größere Einsätze immer noch nicht.